Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Trash-Paket für dich, was ich von der lieben Marion geschenkt bekommen habe, zugeschickt bekommen habe. Wir haben getrashed, also getauscht. Also wir, ja, ich habe ein Paket von ihr gekriegt. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesem fetten Ding befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die ein oder andere hat mich auch schon öfters gefragt, Claudi, wie machst du das, dass du halt, ne, was machst du mit den Produkten, mit denen du nichts anfangen kannst oder was auch immer. Ich trashe die oder ich tausche die oder ich gebe die bei Freunden und Familien weiter oder, hier verschimmelt nichts. Jedenfalls nicht, wenn ich es verhindern kann irgendwie, ne? Genau, und das habe ich jetzt tatsächlich auch mit der lieben Marion gemacht, das haben wir schon das ein oder andere Mal gemacht und ja, deswegen würde ich sagen, wir packen das Ungetüm von Paket einfach mal zusammen aus. Und wenn ich Ungetüm sage, dann meine ich das auch so. Also es ist wirklich ein großes Paket, was sehr schwer ist. Und ja, ein paar Sachen habe ich mir ausgesucht und ein paar Sachen hat sie safe einfach so mit reingelegt. Sie hat von mir tatsächlich jetzt auch das Paket erhalten. Das findet ihr auf Instagram bei ihr. Sie heißt Trisana Tandler. Ich blende euch das hier ein. Ich verlinke euch das in der Infobox, wo sie auch ihre Geburtstagsgeschenke von mir bekommen hat. Und ja, wir gucken mal zusammen rein. Als erstes habe ich hier so ein Beutelchen. Ich weiß nicht, was da drin ist oder ob das einfach nur ein Beutelchen ist. Marion. Oh ja, natürlich. Sie hat mir einen Engel mit reingepackt. Das macht sie jedes Mal. Und die Engel, ihr seht das alle nicht, aber die hängen hier überall an meinen Lampen und überall um mich drum herum hängen ihre Engel. Und dieser Engel bekommt hier auch seinen Platz direkt an meiner Hintergrundleuchte. Denn Engel beschützen einen. Und das finde ich einfach so, so schön. Ich liebe Engel. Engel sind schöne Sachen, ja. Und bei ihr passt es auch einfach, weil sie, genau, da auch einen ganz bestimmten Bezug zu hat. So, wir schauen jetzt mal weiter. Dann hat sie mir hier mit reingelegt von Balea Deodorant Love Melon. 0% Aluminium. Das ist dieses hier. Ja, ich weiß bei manchen Sachen echt nicht, ob ich mir das ausgesucht habe oder ob sie das einfach so reingelegt hat. Deswegen, ne? Keine Ahnung. Bin ich ehrlich, keine Ahnung, ob ich mir das ausgesucht habe, weil manche Dinge habe ich mir auch extra ausgesucht für Freunde und Familie und das finde ich eigentlich ganz praktisch, dass ich dann halt, zum Beispiel meine Freundin, die benutzen jetzt nicht riesengroße Lidschattenpaletten oder sowas, ne? Mal ab und an gerne, aber die brauchen keine 100 Stück, so wie ich das habe. Deswegen sind die da dann auch entsprechend irgendwann gesättigt und ja, dann hilft Pflege oft ganz gut. Ja, als nächstes hat sie mir mit reingelegt den Butter Blush. Ich habe den Butter Bronzer und bin sehr, sehr gespannt auf den Butter Blush. Ich habe mir letztens bei Physicians Formula, ach Quatsch, bei Rossmann, tatsächlich auch den neuen geholt. Das hier ist jetzt in der Farbe Moro Moro. Hat keine Farbbezeichnung, ne? Der ist sehr, sehr dezent. Sieht fast schon aus wie ein Rose Goldener Highlighter. Hat wieder diesen typischen Duft. Das ist doch ein Highlighter. Ein roséfarbener Highlighter. Ja, für mich ist es kein Blush, ne? Aber der ist schön. Der ist wirklich schön. Dann habe ich hier für meine Mama natürlich Sebamed Pro Hydro Serum. Verbessert die Hautfeuchtigkeit, verleiht ein ebenmäßiges Hautbild mit probiotischem Pflegekomplex. Genau, das ist dieses Produkt. Und sowas bekommt meine Mama dann immer von mir, weil sie halt sehr empfindliche Haut hat. Oder ganz ehrlich, mittlerweile weiß ich, dass so viele in meinem Umfeld eine empfindliche Haut haben. Die fahren da auch tierisch drauf ab. Deswegen finde ich es immer großartig, wenn ich das für sie ertrashen kann. Und das wandert dann immer weiter. Ich sage auch immer bewusst zu meinen Freundinnen und zu meinen Familienangehörigen, Leute, geht nicht in die Drogerie, kommt zu mir, ne? Und das meine ich auch wirklich so, damit die, ne, das macht einfach mehr Sinn und ist auch irgendwo nachhaltiger. Ich weiß nicht, ob ich mir das ausgesucht habe. Luvia Cosmetics Essential Kabuki. Ich liebe Luvia. Ich liebe Pinsel. Marion auch. Oh, ist der geil! Oh, der ist richtig geil. Das ist so ein fetter Pinsel. Das ist ein richtig schöner Kabuki-Brush. Ist der schön. Der ist richtig weich. Oh, ich will ihn streicheln die ganze Zeit. Ich will gar nicht damit aufhören. Ich könnte mir den also entweder wirklich als Kabuki vorstellen oder halt hier, ne? In meinem Hintergrund, da habe ich ja schon einen stehen. Sieht man jetzt astrein, weil der Karton davor steht. Aber da habe ich ja den von Catrice aus der Limited Edition schon stehen. Mega geil. Dann haben wir hier Sencha Sakura. Ich liebe Richards of Sakura und das ist ein Tee. Grüntee-Mischung mit Kirschgeschmack. Mega. Das ist
cool. Losen Tee packt sie mir auch gerne dabei, denn sie hat einen Teeladen in der Nähe, wo, glaube ich, auch diese Engelchen herkommen. Extrem gut. Ach so, ich hatte einen... Hatte ich das? Ja, ich hatte eine Karte von ihr. Da habe ich aus Versehen ein bisschen reingeritzt, als ich das Paket geöffnet habe. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Johann Wolfgang von Goethe. Und sie weiß, dass dieser Spruch aktuell bei mir sehr gut passt. Hallo Claudi und Sammy. Viel Spaß mit dem kleinen Paket von mir und den Fellies. Ich habe einige Kleinigkeiten dazugepackt und ein kleines Engelchen. Liebe Grüße, Marion und Crew. Vielen, vielen Dank, liebe Marion. Sammy kann heute leider nicht mit dabei sein, der hat leider was anderes vor. Aber er bekommt auf jeden Fall die Leckerlis, da kannst du dir gewiss sein. So, dann haben wir hier etwas von Mac drin, du Verrückte, in einem Tütchen. Cleanse Peel of Oil Wheel 6 ml. Das ist doch ein Augen-Make-up-Entferner, oder? Ich glaube schon. Hätte ich jetzt als solches vermutet. Ist auch relativ geruchslos. Also ich hätte das jetzt als Make-up-Entferner verwendet. Das muss ich aber nochmal googeln, um ehrlich zu sein. Weil, ja. Ne? Wird auf jeden Fall mal ausgetestet. Du hast alles einzeln eingepackt, du Verrückte. Du Verrückte. Mit Herzchen. Wie süß. Was ist das? Amazing Amel. Von Charlotte Tilbury. Oh mein Gott. Ist der schön. Oh mein Gott. Die Farbe mag ich. Vielen, 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 vielen Dank. Der ist toll. Ja. Das ist ein ganz, ganz toller Claudi-Ton. Danke, Marion. Schön. Ja, den Lippenbalsam habe ich mir ausgesucht, beziehungsweise für Freunde und Familie. Das ist einfach, ich glaube, von Tony Moly. Einer, das ist so ein Pöttchen. Mini Green Apple Lip Balm für die Lippen. Genau, ja, finde ich ganz cool. Das kann man auf jeden Fall jetzt bald sehr gut gebrauchen. Genauso auch das Isana Wimpern- und Augenbrauen-Serum. Auch das habe ich mir ausgesucht eben für Freunde und Familie, denn ich bin damals tatsächlich mit diesem Wimpernserum angefangen und habe mich da dann langsam rangetastet. Meine Freundinnen fragen mich mittlerweile auch, Mensch Lolli, was zur Hölle ist mit deinen Wimpern passiert? Weil die sind ja sehr, sehr lang geworden. Und das liegt einfach daran, dass ich immer wieder Wimpernserien verwendet habe. Aktuell verwende ich eins von Nu Vega Lash, heißt das, glaube ich. Das von Je Laurie Lash finde ich auch sehr gut und das von Isana mag ich auch richtig gerne. Und das werde ich wahrscheinlich meinen Freundinnen geben. Ne? Das ist einfach praktisch. Auch die habe ich mir ausgesucht. Die habe ich tatsächlich schon mal verlost. Das ist von Becca und Chloe und Malika. Das ist diese Limited Edition gewesen. Diese Buchstaben. Die kann man mögen, muss man aber nicht. Also das, ich habe sie halt nur für mich selbst noch nie verwendet. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt drauf, wie die so sind. Oh. Und wenn sie mir gar nicht gefallen, habe ich ja immer noch die Möglichkeit, dass ich die weitergeben kann. Weil, wie gesagt, bei mir verschimmelt nichts, bei mir kommt nichts weg. Die sollen sehr dezent sein und es soll ein bisschen schwieriger sein, damit zu arbeiten. Und die Verarbeitung von den Pöttchen soll nicht so hochwertig sein, das kann ich unterschreiben. Es löst sich schon ein bisschen auf. Und hier haben wir dann tatsächlich auch die Buchstaben drin. Ne? Also da bin ich einfach gespannt, wie das so ist. Ich kann ja einfach so mit dem Finger mal so swatchen. Es wird ein bisschen dunkel sein, denke ich mal, wenn ich das auch so sehe. Aber man bekommt schon Produkt dran. Ja, der ist relativ dunkel. Aber man kann halt auch sagen, okay, ich nehme es als Bronzer-Topper oder sowas. Deswegen muss ich mich da mal rantasten. Ich habe es jetzt einfach jetzt da und werde es mal ausprobieren. Dann hat sie mir hier die Eyeshadow-Palette Icon Mini mit reingelegt. Ja. Das ist tatsächlich etwas für Freunde und Familie. Das ist eine Palette, die halt mit ganz neutralen Tönen unterwegs ist. Und längliche Fännchen hatte ich persönlich, mag nicht so gerne längliche Fännchen. Das ist aber nicht schlimm. Also wenn man ganz normal Schminkanfänger ist oder wenn man schnell einen einfachen Augenlook schminken möchte, dann kann man auf jeden Fall auch so eine Palette verwenden. Also die ist ja nicht schlecht. Es ist einfach nur, ich mag die Fännchenform nicht und ich finde sie für mich einfach auch relativ langweilig. Deswegen, aber ich gebe die gerne an Freunde und Familie weiter, weil ich einfach weiß, dass sie da gut aufgehoben ist und meine Freundinnen sich dann auch vielleicht etwas überfordert fühlen, wenn die so eine Palette mit 50 Lidschattenfarben drin haben. So,
Das hier hat sie mit reingelegt und das finde ich ja geil. Katjes Wunderland Pink Edition. Ich feiere das. Es ist ein Einhorn drauf. Danke, Marion. So geil. Natürlich hat sie mir von der lieben Judith wieder die neuesten Wattepads mit reingegeben. Und die verwende ich ja zum Abschminken. Und das sind ja schöne. Und da haben wir... Oh mein Gott, sind die schön. Ja. Also schaut auf jeden Fall bei der Judith vorbei. Ich packe euch mal unten in die Infobox ihre E-Mail-Adresse rein. Da könnt ihr sie auf jeden Fall zu den Wattepads fragen, was sie gerade für Stoffe da hat. Denn sie näht die tatsächlich selber. Und jetzt haben wir hier auch so eine mega schöne neue Schlaufe. Ich habe ihr auch so eine ganz große Box gepackt, wo ich von meinen ganzen Abo-Boxen diese Schlaufenbänder, die Seidenschleifchen, ne, womit die Boxen immer zugebunden werden, reingemacht habe. Die verwendet sie nämlich gerne auch tatsächlich, um sie hier als Band zu nehmen, oder sie nimmt sie auch, um wenn sie diese Beutel macht, wo man die Abschminkpads reinmachen kann, um die halt zu waschen in der Waschmaschine. Und dafür nimmt sie die auch gerne. Also ganz, ganz toll. Das ist jetzt auch eine ganz neue Textur. Das fühlt sich sehr frottee-mäßig an. Oh, das ist so süß. Dann natürlich auch noch ein Einhorn. Und das ist eher so zur Gesichtsreinigung, weil das etwas gröber ist. Und dann nochmal in groß mit Bambi. Oh, ist das süß. Und auf der anderen Seite halt dieses Frottee auch wieder, ne? Richtig, richtig schön. Und ich wasche die tatsächlich auch bei uns ganz regulär in der Waschmaschine. Ich weiß, man soll es nicht, aber ich wasche sie tatsächlich bei 60 Grad und das ist überhaupt kein Problem. Also da kommen die Wattepads mit klar, ne? Next one, ein Palettchen. Auch die habe ich tatsächlich nicht für mich ausgesucht, sondern zum Weitergeben. Live Love London Love Bronze and Light Palette, das ist diese hier. Und wenn ich das richtig sehe, ist die auch noch super neu. Ist die überhaupt schon mal geöffnet worden? Ja. Ich kann übrigens in diesem Video nur dazu aufrufen, dass ihr euch unten in diesen Kommentaren einfach mal sucht und findet, um ein Trash-Paket oder Tauschpaket untereinander zu machen. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Also mir persönlich hilft es sehr, um einfach auch neue Dinge ausprobieren zu können. Fühlt euch da auf jeden Fall frei. Boah, das sieht echt fast neu aus. Ich wüsste jetzt nicht, ob da einer mal drin war oder so. Richtig schön. Und da sind halt Bronzer drin und Highlighter. Und richtig schöne Töne. Doch ein bisschen benutzt ist die, aber ne, das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und ich denke, dass ich die in meinem Freundeskreis einfach mal in meine Aussortiertkiste geben werde. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich dann die Box zu voll habe oder wenn die Box, sag ich mal, durchgeschaut worden ist von meinem Umfeld, dass ich den Rest dann auch entsprechend spende. Also ich habe die Möglichkeit, das hier vor Ort an Wohngruppen zu geben oder zum DRK-Heim oder so, dass sie das dann an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Genau. Als nächstes habe ich diese Palette. Das ist die Tartlet. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Das ist die hier. Oh, ich liebe Tarte. Das ist so, so schön. Also ich plane demnächst auch ein Full Face zu schminken. Und das ist eine absolut nudige Palette, aber so schön für schnelle Alltagslooks, ne? Relativ unspektakulär, aber dennoch auf ihre eigene Art und Weise schön. Die ist nur matt, absolut matt. Das heißt, wenn ich da etwas Toppendes reingeben wollen würde, müsste ich mir auf jeden Fall noch einen Highlighter zur Hand nehmen. Aber die ist schön, oder? Hammer. Die nächste. Ja, davon hat sie mir auch schon ein paar geschickt. Vanilla und Orange Truffle von BH Cosmetics. Das sind diese Blush-Paletten. Ich finde die so schön. Die ist jetzt tatsächlich sehr, sehr dunkel. Aber ich habe auch Freundinnen, die vom Hauttyp etwas dunkler sind. Dementsprechend passt das schon. Ich weiß nicht, inwiefern die schon benutzt ist. Sollte sie unbenutzt sein, und Marion, da werde ich dich nochmal anschreiben, was jetzt nochmal unbenutzt war und was nicht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich die demnächst mal in einen Verlosungs-Adventskalender packen werde oder in irgendeiner Art und Weise verlosen werde, ne? Das nächste Produkt. Das ist ja süß eingepackt. Süßes Washi-Tape. Und hier haben wir, ja, den Ursprung des Ganzen. Naked Urban Decay Flushed. Blush, Bronzer und Highlighter. Ein Traum, Leute. Echt ein Traum. Darüber freue ich mich extrem. Es ist so, so schön.
mache ja demnächst auch mein Fullface Urban Decay und dafür wird diese Palette optimal zum Einsatz kommen können. Natürlich nervt es ein bisschen, dass diese Farben halt nicht getrennt sind, sondern dass sie so ineinander übergehen. Aber ich weiß nicht. Einfach um die Produkte mal zu testen. Das ist doch für mich jetzt eine ganz sinnvolle Geschichte. Finde ich eigentlich ganz cool, ne? Sehr, sehr dezent pigmentiert. Okay, der Bronzer, den sieht man ja ungefähr gar nicht, der ist da. In der Mitte befindet sich dann der Highlighter und außen befindet sich der Blush. Wirklich sehr, sehr dezent. Also der Highlighter ist auch so ein bisschen roséstichig, aber es muss auf jeden Fall getestet werden. Dann hat sie mir noch ein komplett unbenutztes Geschenkset mit eingepackt und das werde ich genauso verlosen oder sonst irgendwie verschenken. Wellness and Beauty, The Secret of Oriental, beziehungsweise das habe ich mir ausgesucht, ne? Das habe ich ja dann auch in dem Sinne getrashed. Da haben wir drin eine Dusch- und Badecreme, eine Körperbutter und einen Netzball, beziehungsweise ein Duschpuffel. Finde ich total cool. Das ist die Eigenmarke von Rossmann, Wellness and Beauty, glaube ich. Da habe ich auch dieses Bett- und Körperspray her, was ich so als Alternative zu dem Deep Sleep Pillow Spray verwende. Genau, finde ich extrem cool. Ja, hatte sie einfach über. Ach, du bist ja geil. Guck mal, für Sammy ein Spielzeug hat sie mit reingepackt von Kong. Also das ist Hammer. Dieser Fuchs ist so süß und passt einfach zu diesem Fuchs. Das ist so niedlich. Ich werde ihm das geben. Ich werde es auch auf Instagram teilen, wenn er das bekommt. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Oder ich habe schon geteilt, ich weiß es nicht. Ich heiße da AIDOIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und das ist halt echt, ne? Also der Fuchskopf, der wird safe mega schnell kaputt gehen. Aber dieses Tau ist richtig gut. Also, ne? Wird er sich drüber freuen. Vielen Dank. Das nächste Produkt mit Glitzerbändchen. Oh nee, es sind mehrere Produkte. Yay! Sie hat mir zwei Produkte von NARS also geschickt. Ich habe sie mir ausgesucht. Das ist einmal der Craving. Das ist Bronzer und Highlighter. Wahnsinnig toll. Wahnsinnig toll. Claudia im siebten Himmel. Hier haben wir dann den Bronzer und den Highlighter. Der Bronzer hat auch so einen leichten Schimmer mit drin. Und jetzt haben wir hier noch ein kleines Produktchen von NARS. Das ist so ein Rose Gold Highlighter. Und zwar ist das die Farbe Capri. In ganz klein. Das sind halt auch Produkte, die sind schon ordentlich benutzt worden und irgendwer hat die dann aussortiert. Und ich freue mich dann einfach darüber. Sie ist auch in diversen Facebook-Tauschgruppen drin. Oh, auch der Capri ist schön. Ne? Sehr subtil, du hast da null Glitzer drin. Das ist echt schön. Und ich habe ja auch schon den Orgasm Blush, also das sind Schätze, die werden gehütet wie ein Gral. Das hatte ich mir auch, hatte ich mir das ausgesucht? New Surprise with New Chai Latte, ein Haaröl. Das muss man erschütteln. Und dann sieht man auch richtig Sparkles. Das ist natürlich jetzt für meine Haarfarbe auch richtig gut, weil ich ja so richtig goldblondes Haar habe. Das passt. Das ist klasse. Ja, Chai Latte ist jetzt nicht so mein präferierter Duft, aber so als Haaröl mit Schimmerglanz drin mag ich das einfach gerne, wenn es dann auch so in der Sonne glänzt oder so. Ne? Mag ich gerne. Richtig cool. Next one. Das hatte ich mir ausgesucht für Freunde und Familie. Ich habe ja gesagt, alles, was du an Rituals-Produkten entbehren kannst, immer gerne in die Pakete rein. Das ist The Ritual of Hammam Soul Uplifting Body Cream mit Fresh Eucalyptus and Rosemary. Das ist tatsächlich ein Produkt, was eher für Herren geeignet ist, vom Duft her, finde ich. Also, ne? Also sowas würde ich tatsächlich dann meinem Vater zum Beispiel in einen Adventskalender geben. Oh, das riecht aber auch richtig, richtig gut. Ja, mag ich gerne leiden. Das ist richtig toll. Dieser Eukalyptusduft, der kommt richtig gut raus. Hier haben wir noch was drin. Hier haben wir zum einen ein weiteres Rituals-Produkt und zwar The Ritual of Ayurveda. Das ist ein Nutruting Shower Oil. Das ist ein Duschöl. Und oh, das ist auch so geil. Ne? Das ist so ein richtig pflegendes Produkt, was halt nicht nur die Haut reinigt, sondern auch so ein bisschen Pflege mitgibt. Mega geil. Dann habe ich hier eine Glasflasche, da muss ich vorsichtig mit sein. Atlas Mountain Rose Fragrance Mist. Das ist halt ein Körperspray, glaube ich, ne? Von The Body Shop.
Das riecht aber auch super angenehm. Oh, damit kann ich garantiert auch jemanden in der Familie glücklich machen oder auch im Freundeskreis, ne? Extrem toll. Vielen, 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 vielen Dank. Habe ich eigentlich schon gesagt, wenn ihr wissen wollt, was ich ihr geschickt habe, schaut auf jeden Fall auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Da postet die das auch gerne mal. Okay, ich sehe, du hast meinen Sammy sehr lieb. Dog Bisky, Purely Good. Das ist mit Hühnchen, Rind und Tomate. Ei, ei, ei. Ich glaube, das ist ein kompletter großer Knochen, ne? Ja. Also der kleine Mann wird nicht verhungern. Dankeschön. Du bist so wahnsinnig. Einfach nochmal zweimal. Ich brauche Platz. Die hatte sie uns letztes Mal, glaube ich, auch mit reingelegt. Und die dürften auch schon ganz gut vernichtet sein. Kaurolle mit Hühnchenfiletfleisch von Hanse Pet. Auch für Sammy. Vielen Dank. Von Pitti Sausage Snack mit Rind. Also du verwöhnst den kleinen Mann, ne? Und hier hat sie noch was reingepackt. Ganz unten rein. Sieht aus wie eine Tasche. Thank you. Danke. Gracias. Hä? Ja, das ist eine Tasche, ne? Wenn Sammy und ich dann mal auf Reisen sind, ist das jetzt Sammys Tasche. Zack. Mega cool. Mensch, Marion. Wo hast du die denn weg? Das finde ich ja cool. Die ist echt schön, ne? Ich mag dieses maritime Design. Ich mag dieses blaue auch. Das ist echt schick. Könnte man da natürlich auch als Anspielung ansehen, dass es eine Sporttasche sein soll. Ich und mein Sportwille sind nicht so ganz vorhanden. Ja, es war mal wieder ein Fest, diese Produkte entsprechend zu trashen, liebe Marion. Hat mir richtig viel Freude bereitet. Wir sammeln natürlich weiter fürs nächste Trash-Paket, das steht außer Frage. Wir schicken uns nämlich immer hin und her die Fotos von den einzelnen Produkten und können uns dann immer aussuchen, wenn die eine was aussortiert hat, ob die andere was haben möchte. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen was zu tun, denn ich muss es einsortieren, ich muss es in meine Excel-Tabelle einfügen und so weiter. Und ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!